Herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed Unity. Ja, wir sind erstmal auf dem Weg in Richtung. Ja, komm. Unter der Arno jetzt. Geh doch mal da runter, Junge. So. So, jetzt konzentrieren. So lang. Da lang. Wir gehen jetzt erstmal in Richtung Aussichtspunkt. Denn in dem Gebiet haben wir unsere neue Mission. Aussichtspunkt ist irgendwo da oben. Wir müssen uns jetzt erstmal durch diese Menge quetschen. Hallo, geht doch mal auf Seite. Menschenskinder. So, jetzt hier rechts, links, da. Geht weg, da. Entschuldigung. Jetzt bin ich durch. Jetzt in Richtung Aussichtspunkt da oben. Der ist da oben auf dem Haus. Alles klar. Gut, da wieder runter. Ja, da sollten wir ganz einfach hochkommen. Aber hier hoch. Relativ einfach. Wenn der Arno denn da noch ein bisschen Gas geben würde. Ja. Ja, jetzt muss ich springen. Ja, wie gesagt, das Spiel ist echt mega buggy. Muss man ganz ehrlich so sagen. Für die Anforderungen, die es bringt, ist es echt grauenhafte Performance. Vor allem, wenn man sie erfüllt hat. Und jetzt schauen wir uns erstmal um, was es hier so gibt. Ein sehr, sehr schöner Park mit Labyrinth, glaube ich, ist das sogar da. Ja, ist einfach nur ein Park. Ist sehr schön. Und ja. Wir haben da hinten irgendwo unsere Hauptmission. Nicht in der Richtung, sondern genau in der anderen Richtung. Und das markieren wir jetzt direkt erstmal. Da unten ist der Heuhaufen. Haben wir da irgendwo einen Heuhaufen? Warte, Moment, 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 Moment. Wo ist er? Da. Genau. Haben wir da unten einen Heuhaufen? Wir haben da unten einen Heuhaufen. Jetzt springt der... Der Adler. Gut. In Richtung Mission gehen. Und ja. Hier, der nimmt hier Teil von der Kirche mit. WTF. Stellt er sich zu Hause auf dem Kamin. Hier wird gefightet. Wird überall gefightet. Alter Schwede. Paris versinkt im Bürgerkrieg. So wie es aussieht. Und ja, wir sind immer noch auf der Suche nach dem wahren Kopf hinter dem hinter dem Tod von unserem Ziehvater. De La Serre, meine ich, heißt er. Und ja. Mit Elise sind wir auch endlich wieder relativ im Reinen. Naja, sie ist halt Templerin und wir sind Assassine. Da gibt's halt nicht viel Liebe. Und jetzt erstmal ein Ruckler. Sehr schön. Den kann ich auf jeden Fall gebrauchen. Jetzt gehen wir erstmal hier durch das Gebäude. Wenn wir durchkommen, ja. Kommen wir hier lang. Ah, da sitzt. Wie bist denn du? Dich kenne ich doch. Ach so, das ist hier der Typ, der uns da aus diesem Haus gerettet hat. Durch den geheimen Gang. Gut, dann zeig ich mal her, was er zu sagen hat. Heute Morgen wurde ich von drei Männern belästigt, die einen aufgespießten Kopf umhertrugen. Sie hielten meine Uniform wohl für ein Zeichen des Adels und verlangten, dass ich lang lebe die Republik rufe, um meine Loyalität zu beweisen. Ich schätze, die dreifarbigen Kokarden sind heutzutage passé. Was habt ihr getan? Ich rief, lang lebe die Republik. Ein Mann mit Prinzipien. Leben ist wertvoller als Würde. Aber so etwas passiert, wenn man halb verhungerten Narren die Gewalt über die Regierung gibt und blutrünstigen Wilden das Kommando über die Armee. Rui. Ich wollte ihn in eine weit entfernte Garnison versetzen. Doch er muss wohl über sehr gute Beziehungen verfügen. Er ist unberührbar. Aber ihr wisst, wo ich ihn finden kann. In der Kaserne erzählt man sich, dass er und eine Einheit seiner Kumpane diesen Nachmittag zum Grand Châtelet marschieren wollen. Wenn ihm ein Unglück zustoßen würde, würden nur wenige in Frankreich leiden. Meine Karriere sicher nicht. Tja, feilt an eurer Redekunst. Also wir haben jetzt einen neuen Assassinenauftrag quasi. Muss jetzt erstmal jemanden töten.
damit es ihm dann besser geht, dem Typen hier. Dem Pappenheimer. Ja, laden. Nehmen Sie Ihre Waffen. Adlauge. Bloß keine Dummheiten. Kommt schon, Jungs! Bringt mir einen Aufseher! Da ist er. Wenn wir töten müssen. Und die scheint wirklich sehr gut befestigt zu sein. 5 Zugänge, 2 Fundstücke, 1 Geheimzugang, 40 Wachen. Alter Schwede, wir haben echt ein Problem, denke ich. Bring das mal in den Heuhaufen. Suchen jetzt außen hochzukommen. Ja, wir gehen einfach hier. Die Wand hoch, kommen wir nicht hoch. Ja, das ist jetzt die Frage, ne? Können wir denn. Kommen hier hoch. Da kommen wir hoch. Hier kommen wir hoch. Ja, alles klar. Sperrgebiet betreten. Wo? Ist irgendwo ein Schütze. Müssen wir aufpassen. Ja, wir gehen jetzt hier außen lang. Ablenkungsgelegenheit, die Schurken töten. Okay, gut. Jetzt hier hoch. Ist da unten irgendjemand? Gucken wir mal kurz, ob da jemand ist. Nein. Ist klar, wir kommen hier hoch. Und jetzt hier hochklettern. Da ist zwar eine Kiste, die holen wir uns aber später. Wir kommen da nicht hoch. Was ist das für eine Verarsche? Ja, dann gehen wir erst die Kiste holen. Oh, nee, das ist eine Dreier-Schwierigkeit. Ich schaffe das nicht. So. Da steht einer. Die sehen uns nicht, alles klar. Keine Tricks. Das ist unmenschlich. Töten. Töten. Haltet sie im Auge. Bastarde. Alles klar. Die sollen wir töten. Wir sagen, töten wir sie doch. Das ist unmenschlich. Wir haben keine Rauchbombe, das ist ein bisschen ärgerlich. Was haben wir hier in Waffen? Berserkerklinge? Phantomklinge? Berserkerklinge? Berserkerklinge könnte uns. Könnte uns helfen. So. Und jetzt runter hier. Hallo, runter. Arno. Komm her. Aua. Die tut gut. Aua. Nein, töte ihn nicht. Töte ihn nicht. Junge. Oha. Jetzt haben wir ein Problem. Was ist denn jetzt? Ich weiß nicht, unter wem ihr dient, aber habt Dank. Kein Thema. Sagt mir, indem ihr diese Mauern erreicht und das Töten beendet. Oui, Monsieur. Ja, dann bewegt euch. Ich muss da hoch. Hoch ans Fenster. Mal kurz gucken, ist hier jemand? Da links ist einer. Der da unten schießt wie ein Bekloppter. Sieht er mich, wenn ich hier reinkletter? Ich glaube, der sieht mich, wenn ich hier reinkletter. Nee, der sieht mich nicht. Gut, hier ist ein Bücherregal davor. Das ist echt komisch hier. Da ist einer. Was machen wir mit den Leichen? Lass sie liegen. Worauf warten wir? Es laufen noch mehr Verräter rum. Oh, sehen die mich da hin? Wette, die haben nicht von Wasser und Brot gelebt. Durchsuchen? Was denn? Sieht er mich? Ne, ich glaube nicht.
Die gucken alle hier in die Richtung. Willst du mich verarschen? Ist da irgendjemand? Hier ist niemand. Du bist tot. Unter mir wird geschossen die ganze Zeit. Gucken wir mal, was die dabei haben. Ja, ja. Irgendwas Gutes für mich? Bis erstmal nachladen. Tot. Sehr gut. Lol, das war einfacher als erwartet. Kommt hier noch jemand? Kommt keiner mehr. Alles klar, das war easy. Plündern und nochmal plündern. Da kommen welche. Sehe ich auf der Minimap? Ah ne, die sind unter uns. Zum Glück. Dann machen wir erstmal hier das Tor auf. Wir haben keine Dietriche. WTF. Plündern. Komm, du hast einen Dietrich dabei gehabt. Sag schon. Medizin. Ja. Kann gar keine Munition mehr, überhaupt nichts. Was haben wir hier noch so? Oh, wir haben wieder Rauchbomben. Ey, nein, das wollte ich nicht. Geh weg. Das, ja. Wollen wir echt wieder Dietriche? Keine Dietriche. Hatte ich hier noch einen nicht geplündert? Ja, ihn hier. Der hat bestimmt Dietriche dabei. Und Dietriche brauchen wir nämlich. Ja. Kirschbomben. Keine Dietriche. Wir können das nicht öffnen. Aber müssen wir gar nicht, wir können ja auch hier rum rein. WTF. Lol. Toll. Was hat uns das gebracht? Gar nichts. Hier ist niemand. Das ist unter uns oder über uns. Ich glaube über uns. Wir müssen über uns. Eine Etage höher. Wow, wow, wow. Beschützt die Gefangenen. Wow, wow, wow. Bin bei euch. Wurde bereits freigeschaltet, alles klar. Plündern. Plündern. Vielleicht hat er ja irgendwas dabei, was wir gebrauchen könnten. Ja, noch zwei Rauchbomben, alles klar. Rauchbombe. Hier ist niemand. Geht wieder. Geht einfach wieder. Noch eine? Ja, du Bürger! Was? Wo? Verstehe ich nicht. Da bist du ja! Aua, aua, aua. Kommt, Jungs. Ihr müsst mir helfen. Jungs. Jungs. Helft mir. Jungs, helft mir doch. Vielen Dank. So. Den haben wir auch. Den kleinen haben wir auch. Sehr schön gemacht, Jungs. An die Hölle. Vielen Dank, vielen Dank, vielen Dank. Ihr seid super, Jungs. Nächstes Mal ein bisschen früher und dann, ja. Wir haben gar keine Munition mehr. So, gucken wir mal. Plündern, bitte. Hallo, plündern, danke. Gut, Halstuch. Unter uns oder über uns? Ist hier noch was? Ist da irgendwas drin? Was sich lohnt hier? Nee, gar nicht. Quatsch.
Attentat aus der Deckung. Hier kommen wir nicht weiter. Ablenkung? ETF. Ja, bewegt ihr euch mal? Was ist los? Bewegen! Hopp ab! Oh, toll. Wo muss ich denn hin? Über uns? Ich glaube, wie komme ich denn hier raus? Da durchs Fenster. Und nach oben. Krautaufseher! Euer Bruder kommt zu Besuch! Da oben ist der. Boah, sind das viele. Zwei da. Lasst uns anstoßen. Einen runter. Vive la Revolution. Was ist denn? Liebt ihr die Freiheit nicht? Langweilt sie euch? Ah, seht! Er vermisst euch. Einer weg. Den holen wir uns jetzt gleich auch. Den Typen hier. Wo will der denn hin? Seht, er hat etwas abgenommen, seit ihr ihn zuletzt. Komm mal her. Und tschüss mit dir. Oha. Ja, ja, geht. Rutschpartie. Oh, schmollt ihr etwa? Da ist noch einer. Da ist noch einer. Den holen wir uns jetzt. Es tut mir unendlich leid. Ganz easy. Ah, jetzt rennt er weg. Was? Wird er ein feines Souvenir abgeben? Da oben, ey. Die Drecks auch. Anzünden. Sterbt, ihr Drecksäcke. Nein, jetzt bin ich runtergefallen. Oh. Jetzt bin ich wieder hier unten. ETF. So, die sehen mich schon mal nicht mehr. So, mal gucken, wo die Gegner jetzt sind. Da, da, da. Der läuft hier immer nur nach von links nach rechts. Er hat etwas abgenommen, seit ihr ihn zuletzt saht. Oh! Schmollt ihr etwa auf der? Tja, es tut mir unendlich leid, Aufseher. So. Drei ausgelöscht. Waren nur noch drei und der Typ, den wir eliminieren müssen. Gut, wenn ihr nicht wollt, dann schätze ich, wird er ein feines Souvenir abgeben. Was denn? Hier war nichts. Hier war niemand mehr. Geh weg, hier ist niemand. Na los, Aufseher, lasst uns anstoßen. Vive la Revolution. Was ist denn? Liebt ihr die Freiheit nicht? Langweilt sie euch? Na gut, ich habe eh besser. Ah, seht, er. Junge! Ja. Spiel mir mit dir, Junge. Komm her. Na komm. Was macht der denn da auf dem Boden? Breakdance. Woo! Na komm. Hahaha, sollen wir dich töten? Töten. Wir eliminieren. Bam! In die Eier! Weil ich's kann. Wenn ihr Befehl habt, uns aus diesen Hallen zu entfernen, dann müsst ihr auch Gewalt anwenden. Denn wir beugen uns niemandem außer Bajonetten. Aber verwalten bedeutet regieren. Und regieren bedeutet herrschen. Das ist der Kern unseres Problems. Monsieur Mirabeau? Erbärmlich, oder?
Frankreich nichts Besseres? Wie war das? Erledigungssymbol. Oui, mach dir sauber, schnell. Ich sagte doch, ich bringe ihn zum Reden. Sehr gut gemacht, Kapitän. Marie? Der Preis für Getreide ist höher als je, Großmeister. Unsere Agenten sind vor Ort, um die Lieferung zu den Docks umzuleiten. Sie warten nur auf euren Befehl. Gut. Hungert sie aus. Durch Hunger und Gewalt werden sie ihre falschen Herren als solche erkennen. Aber seid vorsichtig. Was ihr Vorschlag dauert mindestens ein Jahr, Großmeister. Wenn nicht zwei. Würde sagen, Mission bestanden, oder? Er hat auch aufgehört mit Breakdance. Lindern, er hat doch bestimmt Geld dabei, oder? Eine Brille. Etwas Mehl. Geh weg. Wie kommen denn nicht runter, WTF? Nun bist du doch nicht einfach verschwunden, oder? Ihr seht mich nicht. Hallo? Arno? Hallo, jetzt habe ich ein Standbild. Was ist nur los mit diesem Spiel? Wer hat das programmiert? Ein Praktikant von Ubisoft oder was? Geh weg. So. Ja, wird er wieder groß? Danke. Alter, WTF. Fortfahren. Ja gut, das war der nächste Pack von Assassin's Creed Unity. Ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.